Es war beides der Fall. Ich habe in dieser Zeit auch viel Ruhe gebraucht, habe diese Ruhezeit von meiner Familie auch bekommen, habe mich zurückgezogen, über verschiedene Dinge nachgedacht, vielleicht auch ein Buch gelesen, was ich vorher mir nie die Zeit genommen hätte oder auch genommen habe, das zu tun. Und auf der anderen Seite habe ich auch sehr viel unternommen. Ich fahre gern mit dem Motorrad und sobald ich körperlich wieder in der Lage war, habe ich mich aufs Motorrad gesetzt. Meine Frau hat sich auch darauf gesetzt und wir haben beide einige Touren unternommen. Ich habe auch weiterhin, wenn es möglich war, körperlich Sport betrieben. Ja, das hat alles gut funktioniert. Wir haben auch Ausflüge gemeinsam gemacht und ja, Ausstellungen und andere Sachen besucht. Das Leben geht ja weiter und warum soll man sich nicht gute Dinge gönnen, soll man nicht machen, soll man nicht Sachen machen, die einem Freude machen und das haben wir gerne getan und das hat geholfen und war auch sehr, sehr hilfreich. Für mein körperliches Wohlbefinden war während der Erkrankung eine gute Ernährung wichtig. Eine ausgewogene Ernährung, nicht einseitig, sondern ausgewogen von überall etwas, das war sehr wichtig. Für mich war auch wichtig, dass ich in dieser Zeit viel Bewegung mache. Und zwar viel Bewegung in der freien Natur. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Und was auch wichtig war, dass ich einen Freiraum von meiner Familie bekommen habe, um auch allein zu sein und Kraft zu tanken. Das war wichtig, hat mir geholfen. Und was mir auch geholfen hat, muss ich jetzt dazu sagen, ich bin ein gläubiger Mensch und der Glaube hat mir sehr viel Halt gegeben und war für mich in dieser Zeit sehr, sehr wichtig. Von der Selbsthilfegruppe her weiß ich, dass die Angehörigen ja sehr bedacht darauf sind, dass die Betroffenen gut gepflegt werden. Die Gefahr besteht, dass bei der Pflege, ich habe es schon einmal erwähnt, die Betroffenen zugedeckt werden mit zu viel Pflege. Und aus der Erfahrung weiß ich auch, habe ich auch gehört, dass die Betroffenen sehr wohl in der Lage sind, zu sagen, was sie brauchen. Und Sie als Angehörige, glaube ich, ist es ganz gut, wenn Sie auf das hören, was die Betroffenen sagen und die Pflege und die Fürsorge nicht übertreiben. Die Betroffenen fühlen sich da in vielen Fällen fast erdrückt von ihrer Fürsorge.